Guten Abend in die Runde. Mein Name ist Annette Mennel und ich sage ganz herzlich guten Abend an Günter Ballas. Ja. Wir zwei haben jetzt beide, wie unsere Zuschauerin auch, im Stream das Gespräch von Robert Habeck und Armin Nasehi über Veränderung und Bündnispolitik gehört, mit dem Tenor: Veränderung ist Leben, Veränderung ist Freiheit, aber es ist auch das Beharren dem Menschen eigen. Nun sind wir jetzt beide wirklich live und können miteinander ins Gespräch gehen. Wir zwei haben eine halbe Stunde Zeit, miteinander zu sprechen. Wir haben auch Zeit, die Kommentare von Ihnen und von euch draußen aus dem Stream hier aufzunehmen und mit einzubringen. Aber zuerst möchte ich natürlich Sie vorstellen, Günter Ballas. Sie sind Journalist, waren lange Zeit Leiter der Parlamentsredaktion der FAZ und haben wie kein anderer die Grünen beobachtet. Wir würden immer sagen, es ist ein klassischer Greenwatcher von Anfang an dabei gewesen. Sie haben das Werden gesehen, Sie haben das Streiten gesehen, das Versöhnen gesehen, haben es bewertet, haben es beschrieben und haben es sozusagen wirklich begleitet. Es freut mich, dass wir heute miteinander hier stehen. Und meine erste Frage wäre tatsächlich nach dem Gespräch, was Sie ja mitverfolgt haben, was hat Sie am meisten überrascht? Also am meisten überrascht hat mich die Gesprächspassage zwischen Habeck und Nasehi, als Robert Habeck sagte, die Grünen müssten ihr eigenes Milieu überwinden, darüber hinausgehen. Das ist noch nicht überraschend, das haben andere schon vor 30 Jahren gesagt. Dann sagte Nasehi, ja, es geht um die Regierungsfähigkeit. Habeck, ja, das ist nichts Neues. Tatsächlich, die Grünen haben ja Regierungsfähigkeit bewiesen. Und Habeck sagte dann, es geht um den Anspruch auf die Richtlinienkompetenz. Mhm. Das fand ich ein wirklich tolles Ding, weil die Richtlinienkompetenz ist ja der Begriff steht nun mal im Grundgesetz, ist mit dem Bundeskanzler, der Bundeskanzlerin verbunden. Also der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik. Und diesen Anspruch geradezu feuilletonistisch zu erheben und später dann auch zu untermauern mit der Bemerkung, es geht um die Führungsverantwortung, es geht um die Führungsfrage. Habeck ist da weit über das hinausgegangen, was ehedem Joschka Fischer verlangt hätte. Also Joschka Fischer hat ja immer riesigen Respekt gehabt vor dem Amt des Bundeskanzlers und deswegen hat er Gerhard Schröder ja öffentlich auch nie kritisiert. Aber Fischer hat nie gesagt, wir Grüne oder gar ich, Josef Fischer, beanspruche die Richtlinienkompetenz. Das wäre außerhalb seiner Fantasie gewesen oder seiner realistischen Einschätzung vielleicht auch. Also das fand ich die spannendste und interessanteste Phase des Gesprächs zwischen den beiden. Da sind Sie natürlich schon wahnsinnig nach vorne gesprungen. Jetzt gehen wir sozusagen noch mal ein kleines Stück zurück zu der Frage von Bündnis und Bündnispolitik. Ja. Und ich möchte halt eine Frage einbringen aus dem Zuschauerraum, die da lautet, was sich denn nicht verändern soll. Nun sind Sie natürlich nicht Robert Habeck, das ist klar, aber wir gehen ja daraus im Sinne von aus der langen Beobachtung heraus und wir kommen sicherlich auch nochmal darauf, was die Grünen eigentlich stark gemacht hat, durch welche Veränderungsphasen sie gegangen sind. Aber in welcher Perspektive oder aus Ihrer Perspektive, wie sagen Sie, wo Sie sich nicht verändern sollen, weil das einfach nicht gut wäre? Ja, da würde ich sagen oder sage es, die Mitwirkung von Mitgliedern, nicht nur der Partei, sondern auch von, also früher sagte man sozialen Bewegungen, also von Strömungen, die außerhalb der eigentlichen Parteiorganisation agieren, auf diese Strömungen Rücksicht zu nehmen, die zu integrieren auch. Die Grünen auch, also jetzt dann den Parteikörper zu erhalten, als einen ja widerständigen Teil der eigenen Führung gegenüber auch, dass es nicht so stromlinienförmig wird, wie es bei anderen Parteien mindestens eine Zeit lang gewesen ist. Die Phase ist ja eigentlich auch vorbei. Die SPD ist ja nicht mehr stromlinienförmig und die CDU ist gerade auch dabei, nicht mehr stromlinienförmig zu sein. Aber jedenfalls diesen Charakter, diesen widerständigen Charakter zu erhalten und zugleich den Charakter von Mitwirkungsmöglichkeiten, das sollte sich nicht ändern. Mhm.
Herr Banner, Sie haben ja damals oder haben in unserem Böll-Thema, und jetzt mache ich mal einen ganz kleinen Werbeblock da rein, das ist das Böll-Thema zur frühen Geschichte, was man auf jeden Fall bestellen kann, was ich auch sehr empfehle, weil es sehr interessant ist, und vor allem sind hier die Bilder drin, die Sie möglicherweise jetzt nicht sehen und dann möglicherweise auch vermissen. In dem, Ihrem Beitrag über dies Werden und das Sein der Grünen schreiben Sie, die Skeptiker argumentierten damals, dass die neue Partei personell und organisatorisch zerstritten sei, ohne Wertefundament und umfassendes Programm, ohne Verankerung in der Gesellschaft. Und dann sagen Sie natürlich im zweiten Satz hinaus, das sagen Sie nur, oder haben es damals gesagt, aus dem parteipolitischen Interesse, als trotzige Abwehrreaktionen. Denn schon damals befassen sich die Grünen mit allen relevanten Themen. Ob Sie das für uns vielleicht nochmal von dem damals ins heute rekapitulieren können? Also es wurde damals, und jetzt reden wir von 1979, 80, 1981, also ganz am Anfang der Parteigründung, gab es ja jetzt seitens der damaligen politischen Konkurrenz, also vor allen Dingen der SPD, aber auch der Unionsparteien und der FDP, ja, was weiß ich, den Vorwurf, die Analyse, und das ging auch weit in das journalistische Milieu, Betrachtermilieu hinein. Ja, die Grünen sind eine Ein-Punkt-Partei. Also ein Punkt heißt Öko und Atom. Also für Öko, gegen Atom. Mehr wäre da nicht. Und allenfalls noch ein bisschen gegen die Raketen, und also dann zwei Punkte. Und das zweite war, der zweite Vorwurf, Analyse war, die Grünen haben keine feste soziale Verankerung, sind nicht in der Breite der sozialen Milieus verhaftet. Das war eine verbreitete Analyse auch von Kollegen, Journalistenkollegen, gar nicht mal aus dem eigenen Hause, der FAZ, sondern aus anderen Häusern. Und es war vor allen Dingen die Analyse der SPD, die natürlich das auch kommuniziert hat. Ja, also die SPD dachte ja zeitweise, ich glaube immer noch im Kern, die Grünen sind eigentlich ungezogene Kinder der Sozialdemokratie und Fleisch vom Fleische der Sozialdemokratie und gehören zu uns. Und so haben sie die ja auch behandelt. Meine Auffassung war immer eine andere, weil die Grünen, also ich habe damals schon mehr spaßeshalber oder aus intellektueller Spielerei gesagt, die Grünen haben eigentlich bringen sämtliche Voraussetzungen einer Volkspartei mit. Nämlich, also erstens eine thematisch breite Aufstellung. Wenn Sie das erste Grundsatzprogramm der Grünen anschauen, dann finden Sie alle politischen Themen durchdekliniert. Mhm. Zwar aus einem bestimmten Blickwinkel, aber alle sind durchdekliniert. Mhm. Also die Wirtschaftspolitik in ihrer gesamten Breite wurde abgeleitet, vor allen Dingen aus der Energiewirtschaft. Die Umweltpolitik sowieso, die Außensicherheitspolitik abgeleitet aus dem Widerstand gegen die NATO-Nachrüstung mit den Pershing-Raketen. Und die Innenpolitik, die klassische Innenpolitik, abgeleitet aus dem Widerstand gegen die Volkszählung. Also es waren praktisch alle relevanten politischen Felder, wurden abgehandelt. Das zweite war, Stichwort soziale Milieus und Verankerung, wurde gesagt, die Gegner oder diejenigen, die Grünen nicht so kannten, ja, die Grünen sind eigentlich nur die Radikalinskis, Steinewerfer und Atomkraftwerkbesetzer. Es war aber so, nach meiner Auffassung, dass es ganz verschiedene Gruppierungen gab, die Grünen getragen haben. Und die reichten tatsächlich natürlich von den autonomen Steinewerfern, aber bis hin, also ich habe das dann immer analysiert, mit dem Stichwort die Ehefrau des Apothekers, die wählt Grün. Der Apotheker natürlich FDP, CDU vielleicht, aber meistens FDP. Aber die war vielleicht auch eine Apothekerin, oder? Und die Ehefrau des Apothekers oder die Ehefrau des Architekten der CDU wählt, die Ehefrau wählt Grün. Und tatsächlich konnte man schon in den frühen 80er Jahren feststellen, bei bestimmten Wahlbezirken, die feinen Wahlbezirke Bonn-Bad Godesberg oder bestimmte Bezirke in Hamburg oder bestimmte Bezirke, feinen Bezirke in Köln, da waren die Grünen
überproportional stark. Und das waren nicht die studentischen Viertel, sondern das waren die Viertel, in denen das klassische Bürgertum lebte, auch das wohlhabende Bürgertum lebte. Und wenn Sie dann noch so wollen, die Biografie oder die Herkunft von vielen grünen Politikern, gibt es ganz, ganz viele, die aus CDU-Familien stammen. Also der Ludger Vollmer, also der, früher mal Grünen-Vorsitzender in den 80er Jahren, stammt aus einem CDU-Haushalt. Mhm. Der Vater von Ludger Vollmer war CDU-Mitglied des Deutschen Bundestages. Als er ausschied, rückte sein Sohn für die Grünen nach. Mhm. Oder Michael Vesper, der später in Düsseldorf Minister wurde, dessen Vater saß für die CDU im Düsseldorfer Stadtrat. Und solche Beispiele gibt es ganz viele, sodass ich immer schon fand, dass die Grünen nicht nur aus einem kleinen, eingeschränkten sozialen Milieu stammten, sondern eben in der Breite der Gesellschaft verhaftet waren. Ich zitiere Sie mal selbst. Das ist sehr gut. Und zwar schreiben Sie, die Grünen, also das sind ja aus einem Netzwerk entstanden, das ist halt der Gedanke, der dahinter steht. Und Sie schreiben, bis zum Zerreißen war es geknüpft. Es reichte von linksradikalen Sozialisten bis hin zu Vertreterinnen bürgerlicher Politik. Sogar eine Minderheit gab es, die, wie Winfried Kretschmann, bereits damals schwarz-grüne Bündnisse anvisierten. Ja. Und jetzt stellt sich ja die Frage, weil über Bündnispolitik und Veränderung gesprochen wurde, was heißt das? Das ist ja schon sozusagen ein sehr breites Spektrum, in dem die Grünen verankert waren. Und wie ging es dann eigentlich weiter? Weil die Geschichte ist ja, hatte ja so ein paar Zacken da dran. Und was heißt es eigentlich auch für heute, aus der Erfahrung heraus so ein breites Bündnis zu sein und so ein breites Netzwerk zu vertreten? Ja, das war natürlich eine schwierige Angelegenheit. Und Winfried Kretschmann, den Sie ja angesprochen haben, eben, war ja in der damaligen Zeit in einer Minderheit, also die war eigentlich nur mit der Lupe zu suchen. Und ich habe ihm bei irgendeinem Parteitag auch mal gesagt, Herr Kretschmann, aus Ihnen wird bei den Grünen nie etwas, was er nicht vergessen hat und mir später immer wieder mal vorgehalten hat. Ich habe mich auch tatsächlich getäuscht. Aber tatsächlich, ich erinnere mich, war bei einem Treffen damals Veranstaltung Christen bei den Grünen. Mhm. Und da hatte Kretschmann einen Auftritt und hat eine Analyse und mit Zielvorstellungen präsentiert, wo ich dachte, das ist das Wahlprogramm von Kretschmann jetzt von 2011 oder aus der heutigen Zeit. Also raus aus, aus dem verengten eigenen Milieu, was damals also rot-grün war, ganz spezielles eingeschränktes Spektrum, raus aus den eigenen Milieus, rein in das bürgerliche Spektrum, neue Bündnisse schmieden, das hat er wahrscheinlich nicht so gesagt, aber jedenfalls das Feld der Grünen verbreitern. Und das ist eigentlich, also das war damals, es gab einige andere, Lukas Beckmann hat diesen Gedanken auch immer sehr nahe gestanden, aber die waren in diesen Fragen eine kleine radikale Minderheit innerhalb der Grünen. Und was Habeck jetzt präsentiert hat, ist das ja nun ja, mehrheitsfähig oder die Mehrheit der Partei. Mhm. Wissen Sie, worauf ich hinaus wollte oder was eigentlich mein Gedanke dabei war bei dieser Frage? Wenn es so ein breites Spektrum abbilden sollte und das Netzwerk Bündnisgedanke so breit ist, inwieweit fühlen sich dann andere wieder davon abgestoßen? Das war ja damals bei den Grünen auch. Also die radikalen Linken sind dann rausgegangen, wie Jutta Ditfort zum Beispiel. Und was heißt das zum Beispiel, ich sage mal ein Beispiel für heute, wenn ich mich privat unterhalte, dann sagen die Leute, ja, wenn dann die Grünen in Regierungsverantwortung sind, das finden wir super und das finden wir sehr gut. Aber wie kriegen die das eigentlich hin, diesen Spagat zwischen Regierungsverantwortung und sozusagen in Richtung ihrer Werte und dessen, was sie bislang vertreten haben. Weil es geht ja immer noch grüner als grün. Ja? Wie wir wissen, die Klimalisten, wenn es gegründet. Also wie kann dieses Spagat gegeben werden? Ja, das ist tatsächlich ein enormes politisches Problem, was alle Parteien haben. Nämlich, sie haben eine Anhängerschaft, eine Mitgliedschaft, die haben bestimmte Vorstellungen. Also die CDU, sagen wir mal, christlich-konservativ und die SPD gewerkschaftsnah und gegen Agenda 2010
und so etwas. Und zugleich wissen Sie, wir können Politik nur durchsetzen in Form von Kompromissen, innerhalb der eigenen Partei auch, mit einem Koalitionspartner. Und wenn Sie auf der Bundesebene regieren, dann mit den Bundesländern im Bundesrat. Und zur Aufgabe einer Parteiführung gehört es dann, die Mitglieder und auch die Anhänger davon zu überzeugen, Politik besteht aus Kompromissen und aus dem Erklären von Kompromissen. Also der Autobahnbau jetzt in Nordhessen ist so ein klassisches Beispiel dafür. Also wahrscheinlich wird diese Autobahn ja fertig gebaut werden. Und natürlich ist die hiesige, die Berliner Parteiführung da skeptisch oder lehnt diesen Autobahnbau ab. Aber die hessischen Regierungsgrünen wissen, es bleibt uns nichts anderes übrig. Und das zu kommunizieren, das zu erklären und letzten Endes auch durchzusetzen, das ist natürlich ja, die Aufgabe von Politikern, von Spitzenpolitikern erst recht. Und Richtlinienkompetenz. Ja, die Richtlinienkompetenz muss auch immer durchgesetzt werden. Ja. Die Richtlinienkompetenz ist nicht einfach so, Sie sagen mir, jetzt machen wir das so und dann läuft die Kiste, sondern die Richtlinienkompetenz muss mit Macht durchgesetzt werden. Und dazu gehören also A, Kompromisse, dazu gehören aber auch klare Entscheidungen und klare Ansagen und Mehrheitsbeschlüsse. Und dann am Schluss gilt, Mehrheit ist Mehrheit. Ja. Bevor will ich vielleicht noch einen kleinen Hinweis geben, diese Frage zu sozusagen Ökologie und Klima und Grüne, die wird ja morgen in dem Panel diskutiert, gemeinsam mit Herrn Prake. Also darauf darf ich nur verweisen, da wird sicherlich spannend. Und morgen geht dann in dieser Weise die Diskussion weiter. Herr Banas, wir schwenken schon mal sozusagen ein bisschen rüber auf das nächste Panel, was sozusagen zur grünen Geschichte sich nochmal mit der grünen Geschichte sich beschäftigt. Und wissen Sie, was mich da auch wieder interessiert? Ist, ich meine, Sie waren im Westen, in Westdeutschland, in Bonn dann, ne, demzufolge, weil Berlin war ja noch ein bisschen weit weg und geteilt. Wie haben Sie eigentlich die Zeit der Grünen oder die Grünen zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung erlebt? Wenn Sie sich noch daran erinnern. Ja, das war sozusagen, wenn wir Bonner Journalisten dann in die zeitweise dann ja noch existierende DDR fuhren, dann war das wie, ja, wie eine Expedition in ein fremdes Land. So, und dann gab es da Grüne und Untergruppen, die alle etwas diffus waren. Ich weiß noch, ich habe damals in Moritzburg in der Nähe von Dresden, da war eine Veranstaltung, ich bin fast sicher vom Neuen Forum, und da war, lernte ich Werner Schulz kennen, der später dann auch im Bundestag war und im Europaparlament war und einer der tragenden Säulen. Und das war schon interessant, mit ihm zu reden, weil es war eine ganz andere Sicht von Politik und ein anderer Zugang zu Politik. Also die Westgrünen, und zwar nun egal, ob Jutta Ditfurth oder Rainer Trampert von den Ökosozialisten oder Joschka Fischer, die dachten in Machtstrukturen. Klar, wir müssen die Mehrheit haben auf dem Parteitag, da müssen wir das so und so organisieren, jene Anträge stellen und dies dann durchsetzen und gute Reden halten und so weiter. Aber die dachten in ganz festen Strukturen, während das, was sich dann in der künftigen Ex-DDR bildete, das war für mich auch eine neue Welt, mit der, das muss ich sagen, nicht wirklich zurecht kam, weil es war ein ganz anderer Ansatz und politisch nicht so fest einzuordnen. Und einige von den damaligen Mitgliedern haben ja dann auch einen bemerkenswerten Weg gegangen und mit Abweichungen und so weiter. Das war eine neue Welt. Aber die spielten dann ja zunächst mal in dem Bundesteil der Grünen und in Bonn sowieso nicht keine große Rolle. Und es gab dann ja den kleinen Ableger der Ostgrünen, Bündnisgrünen im Bundestag. Die waren interessante Exoten. Mhm. Also für das Bonner Milieu. Fürs Bonner Milieu. Mehrheit und Minderheit und Helmut Kohl
und Oscar Lafontaine damals und so weiter. Ja, interessante Leute, kann man mal zuhören. Aber nicht wirklich ernst genommen. Nein. Mhm. Waren 7 oder 8 Leute im Bundestag. So am Rande. Die hatten ja noch nicht mal eine Bundestagsfraktionsgröße, sondern galten dann als Gruppe und durften dann auch Reden halten. Aber wie gesagt, Spezialisten schauten drauf, aber die anderen, die Politik machten und durchsetzten, schauten da nicht so drauf. Das hat sich ja dann im Laufe der Zeit verändert. Hat sich sehr schnell verändert. Damit Sie sich nicht wundern, was hier hinten im Rücken passiert, da wird schon das nächste Panel vorbereitet. Ich dachte, da gehen dann manch schon unsere nächsten Gäste auf das Panel. Herr Banas, und ich meine, Sie haben für die FAZ geschrieben. Ja. War das einfach? Also konnten Sie da immer Ihre Themen, Grüne und das, unterbringen? Oder mussten Sie also da das bin ich schon einige Male gefragt worden. Sozusagen die Frankfurt Allgemeine Zeitung, die Zeitung des Bürgertums des Kapitals. Können Sie da Ihre Texte unterbringen? Also ganz im Gegenteil. Die Kollegen und meine Chefs, Vorgesetzten in Frankfurt waren geradezu begierig darauf, Neues zu erfahren und auch Details über die Grünen zu erfahren, für die sich sonst kaum einer interessierte, die heute auch nicht mehr, glaube ich, berichtet werden würden. Auseinandersetzungen zwischen, also ich weiß es noch, also das lief über mehrere Monate, Lukas Beckmann, der ja noch bekannt ist, der wurde dann ja später auch Vorsitzender und Geschäftsführer und all dies, und einem Vorstandsmitglied Uli Toost, der abgetaucht ist, die haben sich über Monate bekriegt und ich konnte... Jede zweite Woche stand da irgendwie Neues aus diesem Konflikt. Und das wurde gerne gelesen, wurde viel gelesen, hat natürlich auch die Leserschaft der Zeitung erweitert. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Insofern tat es der Zeitung was Gutes. Es gab keine Bremsen für mich und es gab auch nicht, was in Teilen bei der Bild-Zeitung und anderen Zeitungen des Springer Verlages damals der Fall war, wurde mir nicht zugemutet, wenn also ein grüner Abgeordneter spät abends mit der Fahrbereitschaft des Bundestages zum Kiosk fuhr und noch eine Flasche Schnaps kaufte oder sowas. Das fand anderswo großen Widerhall. Seht da, die Grünen, jetzt passen sich an und nutzen die Fahrbereitschaft zum Schnaps kaufen. Diese Zumutungen wurden mir nicht auferlegt und insofern war ich dann auch ein Gesprächspartner der Grünen, und zwar also sowohl hier Oberrealo Joschka Fischer als auch die Hamburger Ökosozialisten Trampert und Thomas Ebermann oder Jutta Ditfurth. Sie haben das Vertrauen sozusagen gehabt, würde man jedenfalls sagen. In dem Rahmen, wie das Politiker Journalisten entgegenbringen. Herr Banas, wenn Sie jetzt nach vorne gucken und Sie würden, das ist jetzt die Wahl gewesen, was denken Sie denn, was Sie für eine Headline würden Sie über Ihren Beitrag schreiben? Über welchen Beitrag jetzt? Wir haben sozusagen Wahl, es gibt ein Ergebnis. Sie meinen die Bundestagswahl? Ja, das müssen Sie jetzt irgendwie sozusagen antizipieren und dann vielleicht schon mal Ihre Überschrift. Ja, aber das Ergebnis steht noch gar nicht fest. Nee, aber... Ja, dann muss irgendwas mit der Kanzlerfrage muss drin sein. Gut. Und Richtlinienkompetenz auch. Ja, alles klar. In diesem Sinne würden wir jetzt, haben wir unsere halbe Stunde miteinander verbracht. Herr Banas, es war sehr angenehm, mit Ihnen zu sprechen. Auch auf Distanz haben wir uns, glaube ich, ganz gut verstanden. Ja, gut. Vielen Dank sozusagen, dass Sie hier uns zugehört haben. Im Hintergrund sitzt das Panel schon. Nach einer kleinen Pause übergebe ich an Cordula Eubel und sage in diesem Sinne erstmal Tschüss. Und wir nehmen natürlich beide unsere Masken wieder auf.